Publikum. In den vergangenen zwei Tagen haben wir so etwas gesucht wie den aktuellen Wissensstand über den Wald. Und wir haben versucht, uns darüber zu verständigen, welche Konsequenzen wir aus diesen Erkenntnissen für unseren Umgang mit dem Wald ziehen sollten. An der Leidenschaft der Diskussion allein ist abzulesen, wie schwer es gefallen ist, das Wissen genau zu kartografieren. Das Wissen um den Wald ist in Bewegung und das hat auch damit zu tun, wie sehr sich die Bedingungen für den Wald und seine Bewohner verändern. In nahezu allen Fällen hat der Mensch damit zu tun, so viel kann man sicher sagen. Der Klimawandel, die Nutzung des Waldes als Rohstoff- und Energiequelle sind nur einige Faktoren. Ich freue mich, dass wir zum Abschluss des Waldgipfels deshalb noch einmal Pierre Ibisch hören, der sich dieser Komplexität von einer höheren Abstraktionsebene noch einmal annehmen will. Gleichsam wie ein Adler, der über dem Wald kreisen wird. Er geht der Frage nach, wie wir mit dem sich rasch wandelnden Wissen umgehen sollen oder negativ ausgedrückt mit dem Unwissen. Die Bühne ist Ihre, Herr Professor Ibisch. Ganz herzlichen Dank für die Ankündigung. Wollen wir also versuchen zu fliegen, diesmal nicht um die Welt, sondern in die Welt des Nichtwissens. Peter Wohlleben hat das heute Morgen angekündigt, auch so ähnlich sagen, das hat dann mit Ahnungslosigkeit zu tun. Das wäre eine Frage, die ich hätte, aber das klären wir später. Zunächst die Frage ins Publikum, ob Sie Ahnung haben davon, was ein Phänomen bedeutet, das mit dem Akronym AMOC abgekürzt wird. Also hier im Saal sehe ich Kopfschütteln. Die Frage, wäre das wichtig zu wissen? Sollten wir uns mit AMOC vielleicht intensiver beschäftigen? AMOC ist eine Abkürzung für das Atlantic Meridional Overturning Circulation System. Das ist eine Meeresströmung. Und gestern Abend hat ein Wissenschaftler des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung einen Artikel in Nature Climate Change veröffentlicht und darauf hingewiesen, dass dieses Zirkulationssystem, zu dem unter anderem der Golfstrom gehört, offenkundig stärker geschwächt ist, als bisher gedacht wurde und dass es also Frühwarnhinweise geben könnte, dass dieses System kollabiert. Greta Thunberg ist bekannt geworden für verschiedene Sätze, die ich allesamt unterzeichnen würde, unter anderem auch für diesen. I want you to listen to the scientists. And I want you to unite behind the science. And then I want you to take action. So, jetzt wäre es natürlich dann wichtig zu fragen, was ist Wissenschaft, hinter der wir uns versammeln sollen? Wie funktioniert Wissenschaft? Das sind diese grundlegenden Fragestellungen und Probleme, mit denen sich Wissenschaftler, Wissenschaftsphilosophen beschäftigen, seitdem Menschen systematisch daran arbeiten, ihr Wissen zu erweitern. Und sehr früh wird klar, dass man nicht alles wissen kann. Und insofern die Frage an Greta hier, steht die Wissenschaft im Wesentlichen für das Wissen? Müssen wir das Wissen ernst nehmen oder wie sieht es aus mit dem Nichtwissen, was sich ergibt aus jedem einzelnen Ergebnis, wie etwa auch dieser Studie des Potsdam-Instituts, die bedeutet, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der Golfstrom kollabieren könnte. Was heißt das? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Wann wird das passieren? Ist das relevant? Wird das diese Eiszeit auslösen? Da haben wir schon immer drüber nachgedacht in der Schulzeit, in den 80er Jahren. Oder doch nicht? Oder was bedeutet das? Und glaube ich, ist es wirklich relevant, dass wir allesamt uns regelmäßig beschäftigen mit Wissenschaft, Wissenschaftstheorie. Das ist irgendwie was vielleicht Abstraktes, vielleicht etwas Langweiliges, vielleicht auch gar nicht. Ich glaube, es ist relevant, dass wir begreifen, dass wir uns Menschen in die Situation gebracht haben, mit der wir es jetzt zu tun haben und unser Planet. Eine Folge davon ist, dass wir so clever sind und so viel Wissen angehäuft haben. Ich würde behaupten, wir haben es jetzt zu tun mit einer Spätfolge der Aufklärung. Und das ist schockierend, weil die Aufklärung war doch was Positives. Eigentlich diese Befreiung des Wissens, der Wissenschaften von Setzungen, davon, dass irgendwie schon alles erklärt war,
im Mittelalter. Und was bedeutet das jetzt, wenn ich behaupte, die Aufklärung hat uns ein Problem beschert? Und brauchen wir jetzt die Aufklärung 2.0 oder müssen wir uns jetzt abwenden vom Wissen? Das wären Fragen, die mir auch wichtig sind. Hypothesis non fingo, das sagte Isaac Newton, einer der Pioniere der modernen Wissenschaften. Er hat gesagt, ich mache keine Hypothesen. Damit hat er nicht gemeint, diese Hypothesen, wie Wissenschaftler sie heutzutage anstellen, sondern er hat ja versucht, mit nüchterner Analyse, Messung, Phänomene zu klären. Und das war ja unter anderem die Gravitation. Und die hat er beschrieben und dann aber gleichzeitig gesagt, warum es Gravitation gibt oder worauf die beruht. Davon habe ich keine Ahnung. Und da werde ich nicht anfangen zu spekulieren. Und schon gar nicht werde ich dahinter irgendeine göttliche Kraft dann vermuten oder diese suggerieren. Das wäre unwissenschaftlich. So haben wir uns angefangen, auf den Weg gemacht, diese Welt zu verstehen, durch Messen, Analysieren, Inventarisieren und sind auf erstaunliche Phänomene gestoßen. Bis hin zu Phänomenen, die auch wir den Physikern verdanken, dass wir gar nicht alles vermessen können. Ja, in diesem Fall, ohne jetzt auf diese erschreckende Formel einzugehen vielleicht, die Entdeckung der Unschärfe-Relation, Prinzip der Unschärfe von Heisenberg, die bedeutet, dass wir, vereinfacht gesagt, jetzt von kleinen Teilchen unmöglich gleichzeitig den Impuls und den Ort bestimmen können. Es bleibt immer eine Unschärfe. Wir sind nicht in der Lage, nicht mal bei den kleinsten Teilchen festzustellen, wo die eigentlich sind und was die da machen, jetzt sehr überspitzt formuliert. Und das ist verstörend, hat letztlich ein ganz neues Weltbild auch begründet, der Quantenmechanik und das Verständnis von Materie durcheinander gerüttelt und wir sind uns vielleicht jetzt auch nicht mehr alle so sicher, sind wir eine Konzentration von Wellen oder bestehen wir wirklich aus Teilchen, wie wir lange Zeit dachten, oder spielt das gar keine Rolle, weil das eben beides zur gleichen Zeit ist. Die Wissenschaftlerinnen haben inventarisiert, nicht allein die Arten, über die wir gerade eben gesprochen haben, sondern auch die Atome, die vermeintlich unteilbaren Teilchen, aus denen alles bestehen sollte, von denen wir dann später feststellten, waren doch teilbar und bestehen aus kleineren Teilchen. Und am Ende gibt es dann Wellen und die ganze Materie löst sich auf in irgendwas wenig Fassbarem. Moleküle sind inventarisiert worden. Und wo wir dann irgendwann auch begriffen haben, klar, die stehen nicht für sich allein, die sind ja miteinander verbunden in Reaktionsketten. Und hier habe ich jetzt eine Karte da mitgebracht von chemischen, biochemischen Reaktionen. Und wenn die alle laufen, was kommt dabei raus? Chlorella, Pyrenoidosa, eine Alge, die letztlich Ergebnis ist in allen ihren Lebensäußerungen von biochemischen Reaktionen, wobei relativ klar ist, dass was diese Alge ausmacht und ihre Lebensäußerungen und die Evolution dieser Art doch deutlich hinausgeht über die Eigenschaften der Moleküle. Und da kommen wir dann in den Bereich der emergenten Eigenschaften. Dinge treten miteinander in Verbindung und erzeugen dabei überraschende Eigenschaften, die nicht vorhersagbar sind auf Grundlage der Kenntnis der Einzelteile und nebenbei auch nicht imitierbar. Wir können jetzt eine Suppe anrühren von all diesen Zutaten und die kochen, abkühlen, was auch immer, und es wird nicht Chlorella dabei herauskommen. Die Einzelteile, die unsere Lebewelt ausmachen, die sind uns nicht hinreichend bekannt. Das hat Matthias Glaubrecht gerade schön dargestellt, was einigermaßen verstörend ist. Viel schlimmer ist aber, diese Einzelteile, die Individuen, die Populationen, die Arten, die sind ja nicht einfach nur da und warten darauf, im Museum irgendwo ein Etikett zu bekommen und beschrieben zu werden. Die tun was miteinander. Und das bedeutet, dass die Interaktionen von allen Lebewesen noch viel vielfältiger sind und damit auch noch viel unbekannter als die Arten selbst. Wir haben schon ganz gute Fortschritte gemacht, manchmal in der Analyse von einzelnen Nahrungsnetzen. Das wäre jetzt hier einfach ein beliebig rausgegriffenes
Beispiel eines antarktischen Nahrungsnetzes, ziemlich einfach, wenig Beteiligte. Und ja, wo letztlich die Frage natürlich dann auch aufkommt, wenn Moleküle sich zusammentun und die Interaktion emergente Eigenschaften erzeugen und da überraschende Lebensäußerungen dabei rauskommen, was passiert, wenn Arten das tun? Und klar, das, die Antwort ist schon gegeben eigentlich, wenn Arten miteinander in Beziehung treten, miteinander Stoffe austauschen, Energie, Information, dann kommt dabei ein Ökosystem heraus. Also ein System höherer Ordnung, was wiederum auch emergente Eigenschaften mit sich bringt. Dieses Ökosystem tritt dann in Interaktion mit Atmosphäre, mit anderen Teilen der Biosphäre, mit der Pedosphäre und so weiter und so fort. Und ja, dann verschwindet uns das Verständnis. Aber wir sind ja dabei, immerzu hinterher zu laufen und versuchen, das wiederum nachzuvollziehen, zu beschreiben auch, was diese Leistungen, diese emergenten Eigenschaften anbetrifft. Aber das ist letztlich vergeblich. Das hat diese Einsichten, dass vielleicht alles System ist und diese emergenten Eigenschaften im Wesentlichen ausmachen, was funktioniert und was ja, diese Welt antreibt, dazu geführt, dass man die Komplexitätswissenschaften erfunden hat, die sich genau damit beschäftigen und die hier in einem Buchkapitel auch ja, als eine Wissenschaft beschrieben werden, die sich mit Wissen beschäftigt über die Grenzen des Wissens, weil tatsächlich diese Komplexität uns in Bereiche führt von unauflösbarem Nichtwissen. Also selbst wenn wir die besten Messgeräte hätten, könnten wir die unscharfe Relation nicht besiegen. Genauso können wir nicht komplexe Systeme dazu bringen, ja, ihre Sinnerzeugung, wie das hier in diesem Artikel vielleicht missverständlich genannt wurde, ihre ja, Pfade der Entstehung der emergenten Eigenschaften preiszugeben. Diese Komplexität ist im Wesentlichen die Vielfalt der Interaktionen, erhöht sich dadurch und wird noch ein bisschen gemeiner, dadurch, dass letztlich nicht nur jedes Element mit einem anderen oder mit mehreren anderen interagiert, sondern dass diese Interaktionen auch häufig bedeuten, dass es Rückkopplungen gibt, positive oder negative, dass ein Impuls, der von einem Teilchen auf ein anderes ausgeht, zurückwirkt auf das Ausgangsteilchen, wodurch natürlich dann ja, Hemmung auftreten kann, Kontrolle, Regulation, aber auch Beschleunigung, Eskalation und letztlich nichtlineares Verhalten. Das haben wir gelernt, das ist auch eine wichtige Einsicht, die versucht wurde ja, darzustellen mit der Studie zu den Grenzen des Wachstums in den 70er Jahren. Nicht? Seitdem ist eigentlich dieser Respekt größer geworden vor komplexen Systemen, zumindest in einigen ja, Wissenschaftsbereichen, ganz stark selbstverständlich inzwischen auch in der Ökologie und der Nachhaltigkeitswissenschaft. Die Komplexität in Ökosystemen, in der Natur, auch im Wald, bedeutet etwas insofern, als dass sie nicht nur einfach da ist, sondern ja, es gibt etwas, was sie produziert, letztlich auch eine emergente Eigenschaft, etwa eine veränderte oder verstärkte Funktionstüchtigkeit. Das ist jetzt hier ein Ausschnitt aus einer Studie, die sich mit einer Hypothese beschäftigt und letztlich sie auch stärkt, dass das Funktionieren von Ökosystemen in ja, auch Nahrungsnetzen, die ein wesentlicher Bestandteil sind, eine nichtlineare Veränderung von Funktionen bedeutet. In diesem Fall ist es die Gesamtnährstoffaufnahme, wo ja, etwa das Vorhandensein von trophischen Ebenen, also Prädatoren oder Top-Prädatoren, bedeutet, wie das gesamte System Nährstoffe aufnimmt und verarbeitet. Und da sehen wir, dass ja, das Vorhandensein einer gewissen größeren ja, Ebene im Nahrungsnetz und letztlich auch die Körpergröße dieser Organismen dann ja, nach Potenzgesetzen diese Gesamtnährstoffaufnahme verändert. Es gibt viele Funktionen im Ökosystem, die wir entdeckt haben
und die wir auch für uns entdeckt haben. Wir haben gemerkt, sie sind für uns von Bedeutung. Deswegen nennen wir sie Ökosystemleistung. Darüber sprechen wir nun auch regelmäßig. Zunächst mal sind sie einfach da, die sich ergeben sich aus der Interaktion. Das ist etwas wie Zersetzung, das ist etwas wie Einfangen von Nährstoffen, von letztlich dem Wachstum des Systems, aber auch die Ausprägung von Eigenschaften wie Resistenz, Widerstandsfähigkeit gegen Störungen und so weiter. In dieser Studie in Nature Communications wurde untersucht, wie die Diversität von Pilzen und Bakterien und die Komplexität der Gesamtheit von ihnen, nämlich das Mikrobiom, das ist so ein Begriff, den, glaube ich, viele jetzt schon gehört haben, Prädiktor sind, ein Indikator für die Funktionstüchtigkeit von Ökosystemen. Und siehe da, da gibt es eine ganz starke Beziehung. Mikrobiom, das ist eine Wissenschaft, die letztlich keine Wissenschaft ist, ein Teilgebiet der Ökologie, die ein starkes Wachstum, einen starken Erkenntnisgewinn verzeichnet hat und wo es viele, für mich immer wieder auch überraschende Ergebnisse gegeben hat. Und ja, wir haben schon hier im Wald gesprochen, im Kontext von Wald, von der Mykorrhiza. Das wäre natürlich so eine Interaktion von Arten über Reichgrenzen hinweg. Also das Reich der Einzeller Bakterien interagiert mit höheren Organismen wie Pflanzen, und da kommt auch emergent was dabei raus, dass nämlich dann die Pflanzen davon profitieren, beide profitieren davon. Es ist eine Symbiose, und am Ende werden aber mehr Nährstoffe aufgeschlossen, mehr Wasser verfügbar gemacht im Gesamtsystem. Das war so Beginn der Erforschung dieser Interaktionen, und da ist sehr viel mehr inzwischen entdeckt worden. Da gibt es eine Gruppe, alles hat ja heute immer mit Akronymen zu tun, von Bakterien. Ach, da muss ich dahin zeigen. PGPB, Plant Growth Promoting Bacteria. Bakterien, die festgestellt wurden als pflanzenwachstumsfördernde Organismen, die das in ganz unterschiedlicher Weise tun und offensichtlich viel stärker eingreifen in die Organismen, als wir das lange gedacht haben. Bakterien, letztlich auch Pilze, die in Pflanzen leben, gar nicht nur auf Pflanzen, in Zellen, zwischen Zellen und dort sogar vermitteln die Antwort von Pflanzen etwa auf Stress. So dass bekannt wurde, dass Mikroorganismen, Vorhandensein von bestimmten Mikroorganismen dazu führt, dass Pflanzen weniger anfällig sind gegenüber Trockenheit. Und dann sind wir direkt auch schon bei Funktionen, deren Relevanz wir uns ganz gut ausmalen können, etwa im Klimawandel. Viele, viele Studien hierzu, wo letztlich diese Interaktionen gar nicht nur im Bereich der Wurzeln stattfinden, sondern auf Pflanzenoberflächen und im gesamten Pflanzenkörper. Und letztlich wissen wir ja auch, gar nicht ist das auf Pflanzen beschränkt, sondern bei Tieren gibt es das auch. Wenn wir nur nach diesem Begriff suchen, Pflanzenmikrobiom, ich habe es jetzt einfach mal gemacht, hatte ich vorher noch nicht gemacht, letzte Woche bei Google Scholar, das ist eine Suchmaschine, die sucht nur nach wissenschaftlichen Artikeln, finden wir 171.000 Artikel, die wir lesen müssten, um zu verstehen, was es mit diesem Pflanzenmikrobiom auf sich hat. Und ganz viele sind in den letzten Jahren, also die Top-Artikels, die da gelistet sind, sind von 2015, 13, 19 und so weiter und werden auch schon wieder zitiert von anderen, und das ist also etwas, was gerade relevant geworden ist. Google erlaubt ja auch die Suche nach Trends, sozusagen wie häufig wird etwas gesucht. Das ist manchmal ganz schön, um sich klarzumachen, wann ein Begriff Aufmerksamkeit erreicht hat. Und Mikrobiom, jetzt wirklich nur Mikrobiom, wurde nicht gesucht, letztendlich nennenswert, vor 10 Jahren, vor 15 Jahren gar nicht. Da wurde es irgendwie erst erdacht. Und klar, irgendwann hat man ganz viel darüber gesprochen, weil wir wissen, der Mensch ist auch, was er isst. Nicht? Die Mikroben im Darm wirken sich aus auf unsere Gesundheit, und dadurch ist das bekannt geworden. Dieses Mikrobiom bei Mensch und bei Pflanzen gab es aber schon im Jahre 1900 und im Jahre
null und vor 20.000 Jahren und vor, nicht, das war da, es hat aber niemand sich danach gefragt. Und ja, eigentlich ist das ein schönes Beispiel für ein Nichtwissen, von dem wir nicht mal geahnt haben, dass wir es hatten. Und das ist klassischerweise so ein Blindspot, ein blinder Fleck. Ne? Ja, da ist passiert was irgendwo und das wäre eigentlich manchmal ganz gut zu wissen, dass es das gibt, aber wir haben keine Ahnung. Und diese Überraschungen in der Wissenschaft, diese Blindspot-Überraschungen, die sind ziemlich zahlreich, nebenbei auch dann in der Politik und in der Geschichte. Die ganze Welt wird ja interessant durch diese Überraschungen. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass wir systematischer lernen davon, was uns überrascht hat. Und warum hat uns das eigentlich überrascht? Warum ist denn verdammt nochmal vorher keiner auf die Idee gekommen, dass es ein Mikrobiom geben könnte und dass diese Mikroorganismen eingreifen in die epigenetische Regulation? Die schalten Gene an und ab bei höheren Organismen. Und dann kommt raus, vielleicht, was war nochmal eine Art, hat Matthias Laubrecht gefragt. Kommen wir zum Ergebnis, das sind gar nicht diese unteilbaren oder einzelnen, sondern das sind Komplexe. Ja? Ich bin ganz viele. Ne? Sowieso, da stecken Bakterien in mir drin, die als Mitochondrien Arbeit verrichten, als Kraftwerke in den Zellen, aber ich bin besiedelt von, ja, will gar nicht genauer darauf eingehen, von vielen Mikroorganismen, die ihren Job machen und ja, die, was sie da tun, das habe ich nicht genau verstanden und das ist schon wieder ein weiterer Bereich des Nichtwissens. Dieses Wissen und Nichtwissen über bestimmte Phänomene, Begriffe, ist nicht gleichartig verteilt in der Menschheit, nach wie vor nicht. Man kann bei Google Trends auch ganz schön sehen, wo wird dann ein bestimmter Begriff besonders häufig gesucht. Und Top Runner ist hier Südkorea bei der Suche nach Mikrobiom. Und dann gibt es aber Länder, da wird das nicht abgefragt. Das heißt, da gibt es sicherlich viele Menschen, die haben nach wie vor keine Ahnung davon, dass es ein Mikrobiom gibt. Sollten sie das? Wäre das relevant? Ich weiß es nicht. Letztlich stellen wir fest, wir bewegen uns in einem riesigen dunklen Raum von Dingen, die einfach unbekannt sind. Und das ist wie, dass wir ja natürlich mit Erleuchtung so ein bisschen Licht machen in diesem Universum des Nichtwissens. Und dann strahlt das irgendwie ein bisschen aus, aber es gibt dann Grenzen und wir können versuchen, mehr Licht zu machen. Und dann sehen wir weiter und mehr Dinge. Und ja, bewegen uns aber die ganze Zeit auch in Zeit und Raum letztendlich, auch im Zuge der Geschichte der Wissenschaften und der Geschichte der Menschheit. Und vieles, was die Menschen schon gewusst haben, das wird auch wieder vergessen. Und Wissen wird zu Nichtwissen. Wissen hat ein Verfallsdatum und das ist offenkundig ein großes Problem. Dieses Wissen im Zaum zu halten, beisammen zu halten, zu vergrößern, dazu für zu sorgen, dass es gewusst wird. Aber ja, dann gibt es immer noch diese immensen Weiten des Ungewussten und nicht wissbaren Nichtwissens. Das sind zwei Kategorien, nach denen man Nichtwissen sortieren kann. Ja, kartieren im Grunde. Ich will das mal tun, im Grunde nach ja, Wissen können und Wissen wollen. Nicht? Da gibt es die eine Dimension, wir wollen manchmal Sachen noch nicht so genau wissen, oder? Aber manche wollen wir unbedingt wissen. Also das sind zwei Gegensätze. Und dann gibt es diese Wissbarkeit, ja, Dinge, die wir schon wissen, theoretisch zumindest, das Wissen da. Und dann gibt es die nicht wissbar sind. Und hier gibt es zwei Begriffe, die würde ich so gegenüberstellen. Das Wissen ist klar, das sind diese Known Knowns, das gewusste Wissen. Und dann aber wissen, was da ist, aber was keiner haben will oder nicht, was dann Ignoranz bedeutet. Eigentlich mit Absicht etwas nicht wissen wollen. Und dann gibt es noch irgendwas im Zwischenbereich. Ignoranz ist gar nicht immer ja, verschuldet und bösartig sozusagen zustande gekommen. Vielleicht gibt es auch letztlich viel zu viel Wissen, um das alles ja, zu behalten oder überhaupt zu erfahren. 71.000 Artikel zum Mikrobiom, Plantenmikrobiom. Wer soll das alles lesen? Ich habe vielleicht 100 Artikel gelesen zu dem Thema und bin also letztlich verdammt durch die Beschränktheit meiner Zeit, das meiste, was inzwischen publiziert ist, das meiste wissenschaftliche Wissen nicht zu wissen. Also, nicht? Und das ist dramatisch eigentlich. Nie war die Lücke so groß, diese Schere, die sich öffnet,
wie heute, dass die Menschheit so viel weiß und das Individuum so wenig davon. Der Anteil schrumpft jeden Tag von das individuelle Wissen vom Weltwissen. Und das macht was mit uns, das ist ja klar. Dann gab es eben dieses nicht wissbare Wissen, Unbestimmtheit, Unschärfe. Und manchmal wissen wir das, wie etwa unscharfe Relation. Wir wissen mit dem Teilchen, da stimmt was nicht, aber wir kriegen es nicht in den Griff. Aber dann gibt es das Nichtwissen, was, von dem wir nichts ahnen, die blinden Flecken. Das ist so ein Koordinatensystem des Wissens und Nichtwissens. Und das wird manchmal noch erweitert dadurch, dass Leute vorgeben, etwas zu wissen. Das ist dann Scheinwissen. Oder es gibt auch alternatives Wissen, alternative Fakten in die Welt gesetzt, dann vielleicht ganz bewusst Propaganda, um Menschen von anderem Wissen abzulenken. So, das ist so das Ding, mit dem wir es zu tun haben. Vielleicht mal ein Bereich des Nicht-Wissen-Wollens. Warum wollen Menschen eigentlich Dinge nicht wissen? Da gibt es auch Studien dazu, ein ganzer Bereich in der Psychologie. Gerd Gigerenzer hat dazu gearbeitet, bekannt geworden aus der Risikoforschung und hat einen schönen Artikel geschrieben über Cassandra, die ja immer Prophezeiungen macht und keiner will davon wissen. Ne? Die dann warnt, Achtung, es könnte. Und am Ende verzweifelt sie da vor dem brennenden Troja, dass niemand den Warnungen glauben wollte. Warum ist das so? Warum wollen Menschen nicht wissen? Das hat schon damit zu tun, dass wir negative Nachrichten scheuen, Risiken letztlich auch. Und wie das hier benannt wurde, nicht, ist das eine Vermeidung von vorweggenommenem Bedauern. Also wenn wir schon mal was bedauern sollen später, wollen wir es nicht so früh wissen, so spät wie möglich. Soll das Bedauern kommen? Spannend. In dem Artikel wird auch John Locke zitiert, 1690, letztlich, der gesagt hat, wer urteilt, ohne sich so gründlich zu informieren, wie er vermag, kann sich nicht freisprechen, wenn er falsch urteilt. Das ist natürlich noch eine weitere Frage. Gibt es das Recht auf Ignoranz? Gibt es das Recht zum Beispiel nicht zu wissen, dass man später schwer erkranken wird? Gibt es eine Verpflichtung zu wissen, wenn das Wissen da ist? Ist Ignoranz sträflich? Fragen, auf die es vielleicht auch noch keine Antworten dann so ohne weiteres gibt. Letztlich aber ist eines klar, dass wir ja streben nach immer mehr Informationen bzw. Wissen. Wissen ist Information im Kontext, ist dann schon irgendwie eingeordnet und hat ja meistens eine praktische Lösungsrelevanz, dass wir das tun, um irgendwie besser durchs Leben zu kommen. Nicht? Das ist ja der Sinn auch der Wissenschaft, abgesehen von der zweckfreien Neugierde, die uns auch antreibt. Richtig ist, je mehr wir gelernt haben, gewusst haben, desto mehr konnten wir uns verständigen, konnten Klarheit gewinnen über gewisse Phänomene. Aber das steigt dann nicht linear an. Auch hier eine nicht lineare Beziehung und in Abwandlung von einem anderen Gesetz der sinkenden Erträge ist das hier formuliert als Gesetz der sinkenden Erträge von Information und Wissen. Nämlich wenn das Wissen dann zunimmt und die Komplexität des Wissens und wir am Ende so ein Spaghetti-Wissen haben, wo viel zu viel da ist und wir können es nicht alles gleichzeitig lesen und nicht rechtzeitig und die Zusammenhänge nicht herstellen, nimmt die Verwirrung zu und nimmt die Uneindeutigkeit zu. Das ist nämlich dann auch noch eine weitere Facette des Nichtwissens in der Gesellschaft, dass nämlich zwei Menschen das gleiche Phänomen beobachten und es anders interpretieren und zu ganz anderen Schlussfolgerungen natürlich kommen. Und das ist sicherlich etwas, was auch im Kontext von Wald und Waldbewirtschaftung eine Rolle spielt. So, das ist jetzt auch etwas, was dramatische Fragen aufwirft. Kann man zu viel wissen? Wissen wir schon zu viel, um noch Klarheit zu haben? Kann man sich verwissen? Kann man dann einfach in diesem Spaghetti-Wissen sich verheddern und dann sich mit dem ganz falschen Wissen beschäftigen, während die relevanten Dinge da irgendwo in den Blindspots hängen? Das sind, glaube ich, Fragen, die letztlich Menschen für sich beantworten, dadurch, dass sie selbst Wissen und Informationen, was auf sie einstürmt, in unserer modernen Gesellschaft sortieren, filtern. Ja, und wo klar ist, Menschen wollen nicht alles wissen, am liebsten wird das Wissen gewusst, was gut zum vorhergehenden Wissen passt, ins eigene Weltbild. So dass also Werteordnung eine enorme Relevanz hat, was gut darstellbar ist, etwa über die sozialen Medien, weil man da ja messen kann,
wer ist mit wem verlinkt und wo gibt es Informationsaustausch und wo dann diese Echokammern, Filter, Blasen ja gut beschrieben sind, wo relativ klar ist, dass das sich ja zum Beispiel politisch sortiert, aber auch nach bestimmten Grundorientierungen des Wissens. So, und dann wäre es ja manchmal ganz schön, wenn das eine Ende wüsste, was das andere, aber das kommt gar nicht an. Oder ja, man will es nicht wahrhaben. Vielleicht ein aktuelles Beispiel aus dem Wald, eine Studie, die wir jetzt vor ein paar Tagen publiziert haben, zu diesem Thema, über das wir hier geredet haben, Temperatur, Kühlung von Wald, eigentlich etwas extrem Triviales. Nicht? Also alle wissen, wenn man in den Wald geht, wird es kühler, wurde ja gestern schon besprochen und das kann gut sein für Menschen, sollte vielleicht auch gut sein für Bäume. Da haben wir jetzt einen Beitrag geleistet, um das zu quantifizieren, letztendlich in Brandenburger Wäldern, wo wir sagen können, wenn man irgendwie das so und so weit aufmacht, das Kronendach, dann wird es so und so viel wärmer und es gibt einen Unterschied von 8 Grad zwischen den Kiefernforsten und den dunklen Buchenwäldern und selbst im Kiefernforst macht das ja was aus, wie viele Bäume geschlagen werden. Und da geht es um sehr hohe Temperaturbereiche, eben ja eine Frage am Ende, kriegt man 35 oder 40, 43 Grad in so einem Wald drin, haben wir gemessen jetzt in den Extremjahren, oder bleibt es bei 30 oder 25 Grad? Und das spielt natürlich eine Rolle, können wir uns ja klar vorstellen. So würde ich sagen, eindeutig zu bewerten, aber ist es nicht. Denn da sind schon auch die Reaktionen da im Netz. Ibisch liefert Zündstoff, macht Licht den Wald kaputt. Ob Licht den Wald kaputt macht, haben wir gar nicht untersucht. Wir haben untersucht, ob was erstmal mit der Temperatur passiert, wenn man mehr oder weniger eingreift in den Wald. Und dann ja, wird das bewertet, etwa hier von einem Redakteur, der irgendwie ja, ökonomisch unterwegs war und dann in unsere Pressemitteilung letztendlich Kommentare geschrieben hat, vielleicht ohne den Artikel so ganz genau zu lesen und dann in Frage stellt letztendlich, ja, was will denn das uns sagen? Da wird ja gar nicht berichtet, ob dann das den Bäumen auch schadet, wenn es wärmer ist. Ne? Und gibt es da überhaupt eine Beziehung? Das ist allerdings im Artikel dargestellt, andere Quellen zitierend, weil man muss ja gar nicht immer alles neu selbst messen und darstellen, deswegen gibt es da dieses Arbeiten mit Literatur in der Wissenschaft und das ist mühselig. Man muss dann da ganz viele Artikel lesen, zitieren, anhängen und ja, das wird immer schwieriger, das ist ja zugegeben so in der Wissenschaft, da alles zu zitieren, was relevant ist. Aber es ist in dem Beitrag darüber gesprochen worden, das hat er übersehen, das ist jetzt hier gar nicht zum genauen Lesen, nur eben dann weitere Zweifel, die einfach gesät werden nach dem Motto, ja, aber andere haben doch in langen Zeitreihen gezeigt, wenn man den Wald aufmacht und die Bäume einzeln stehen, ist das für die auch ganz toll. Und ja, mit dem Thema haben wir uns ausgiebig in dem Artikel beschäftigt und diese Studien und die Ergebnisse abgewogen, diskutiert, ist aber nicht gelesen worden und ist auch mühselig. Und dann kommt dazu, wir haben das auf Englisch publiziert, weil man das machen muss, um anerkannt zu sein. Und dann ist es ganz schwierig vielleicht in Deutschland auch von Praktikern rezipiert zu werden. Das heißt, wir wissen zu viel und kriegen es auch nicht mehr kommuniziert und schwimmen jetzt in diesem Ozean von Verwirrung. Ich will hier auf den Waldbericht eingehen als ein Beispiel für Umgang mit Wissen. Insofern als ja, das Bundesministerium, das Bundeswaldministerium, wie Frau Klöckner gestern nochmal gesagt hat, ja regelmäßig Informationen herausgibt, wie es dem Wald geht, ist ja vor einigen Wochen erschienen, damit auch Sie sich ein Bild machen können. Und da ist natürlich dann relevant, auf welche Informationen greift so ein Bericht zurück. Und da mache ich mir doch regelmäßig inzwischen zur Angewohnheit, in verschiedenen Berichten, Artikeln erstmal als Literaturverzeichnis anzuschauen. Was ist denn zitiert worden? Auf welchen Quellen beruht das? Ist ja ganz normal. Das sind 44 Quellen da drin. 32% stammen selbst vom Ministerium oder auch nachgeordneten Behörden oder Wissenschaftlerinnen, die mit diesen Behörden arbeiten. Könnte man sagen, okay, die beschäftigen sich auch mit dem Wald. Aber die Frage ist, sind das die einzigen? Oder gäbe es andere Quellen, andere Informationen, die man berücksichtigen müsste, wenn man über den Wald berichtet. Letztlich auch eine Frage, mit welchen Methoden wird denn nach Wissen gesucht, worauf beruht das? Und das sind diese Stichproben, Inventuren,
bestimmte Punkte in Deutschland, wo Leute dann hingehen und gucken, wie es im Wald geht. Und daraus werden dann diese Daten nationalweit generiert. Da würde ich sagen, ja, das ist gut und einsichtsreich, aber es gibt ja ganz viele neue Methoden, gerade aus dem digitalen Bereich, die man längst nutzen müsste. Und entsprechend auch Publikationen, wie etwa diese hier von Schuld et al. Im letzten Jahr erschien, 2020, eine erste Bewertung des Impacts des Hitzesommers 2018 auf Grundlage von Satellitendaten. Ja, und wo dann räumlich natürlich explizit und scharf analysiert werden kann, wo welche Schäden anfallen. Da gibt es Indizes dafür, das hat zu tun damit, wie grün Vegetation ist. Unheimlich einsichtsreich. Wo schwächelt die Vegetation? Wo, ja, wird sie vielleicht auch geht sie in einen kritischen Bereich über, ehe das beobachtbar ist mit Ferngläsern im Wald? Und die Satellitensysteme erlauben diese Untersuchung. Dieser Artikel ist nicht zitiert im Waldbericht und weitere auch nicht. Und am Ende gibt es auch nach wie vor keine räumlich expliziten Informationen dazu, wie es dem Wald geht, obwohl man das generieren könnte. Das hat eine Mitarbeiterin, zwei Mitarbeiterinnen haben das jetzt gemacht in den letzten Tagen, sind an der Studie dabei für Greenpeace, die noch nicht fertig ist, aber mit diesen Indizes für ganz Deutschland mal zu schauen, wo sind denn die schweren Schäden und die leichteren und wo ist denn der Wald noch vital. Und das kann man messen. Aber das wird tatsächlich in Deutschland noch nicht gemacht. Wäre jetzt nicht der einzige Lebensbereich, wo wir uns fragen müssen, warum ist die Digitalität so schlecht ausgeprägt? Warum wird nicht die Transparenz hergestellt? Man kann mindestens mit 30 Meter Auflösung, demnächst wird das im Zentimeterbereich sein, feststellen letztendlich, wie es in bestimmten Territorien aussieht. Mich würde das interessieren. Wie verteilen sich denn die Waldschäden auf Privatwaldflächen, Kommunalwaldflächen, Landeswaldflächen, Schutzgebiete, Nichtschutzgebiete? Das müssen wir doch wissen, um die Effektivität zu beurteilen oder bestimmte Managementregime. Hat das was zu tun, ob vorher eingeschlagen worden ist und wie viel? Und das könnte man alles untersuchen. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen antreiben, noch tatsächlich das Nichtwissen zu verringern, denn das ist ja vermeidbar. Das sind Wissenslücken, die aber hier vielleicht, werden die bewusst vorgehalten oder ist das Trägheit? Das wird zu diskutieren sein. Letztlich gibt es dann auch durch Ausblenden von bestimmten Fakten, Erzeugung von Nichtwissen, wir haben das, glaube ich, schon angesprochen, wenn immerzu gesagt wird, der Wald leidet aktuell unter dem Klimawandel. Und wir haben ja leider Klimawandel, das ist alles so wahr, aber es gibt weitere Faktoren, die eine Rolle spielen, wie etwa die Nutzung, und die werden in diesem Bericht nicht erwähnt. Dann gibt es Wissen, das rezipiert worden ist, zum Beispiel über die Böden, dass Böden relevant sind und dass Wälder den Boden schützen und der Waldboden die Grundlage ist für das Waldwachstum. Und ich bin begeistert, das ist drin. Ist ja klar, es gibt ja seit Ewigkeit eine Beschäftigung mit den Böden. Gut, dann ist natürlich immer noch die Frage, warum kommt es dann nicht vom Wissen zum Handeln? Warum sieht es auf der Fläche anders aus? Diese Frage hatten wir nun heute auch schon. Warum ist sowas im Moment zu beobachten? In Hessen in diesem Fall, in einem FFH-Gebiet, in einem geschützten Biotop, entlang eines Bachlaufs, Rodung, irgendwie kahle Flächen, nicht? Und dann noch da oben ein aufgelichteter Buchenwald, wenn ich das sagen darf, die Buchen, denen geht es da nicht wirklich gut oben drüber und die werden auch schon abtransportiert, also ein heißgeschlagener Buchenwald, und der ein Beleg dafür ist, ja, dass es nicht so gut ist, wenn es zu heiß wird im Wald. Ja, und deswegen könnte man das wissen und sollte es vielleicht lassen. Warum gibt es solche Bilder im Moment in Deutschland, dass abgestorbene Bäume nicht nur geschlagen werden, sondern mit Stumpf und Wurzel herausgerissen? Warum gibt es solche Bilder im Moment in Deutschland? Links Reinhardswald in Hessen, Oberboden abgeschoben, gepflügt, um dann in diese Reihen nachher Nadelbäume zu pflanzen, nachdem die Nadelbaummonokulturen vorher abgestorben sind. Warum sieht das so aus auf ehemaligen Waldbrandflächen? 3 Jahre nach dem Feuer, es hat die Pioniervegetation schon Fuß gefasst und es wird alles untergepflügt, um dann jetzt wieder in den nackten Sand Kiefern zu pflanzen. Warum passiert das? Hat das was mit Nichtwissen zu tun? Gut,
Dann gibt es die Fragen der Öffentlichkeit und der Medien. Ich glaube, die ist auch in diesen Tagen häufig gestellt worden, Peter. Und wie sieht der Wald der Zukunft aus? Und dann würde ich sagen, kommt drauf an. Das ist jetzt keine gute Antwort für einen Journalisten. Kommt drauf an, was man zum Beispiel vorher getan hat an einer Stelle. Kommt drauf an, wie das Klima sich entwickelt. Und da sollten wir vorsichtig sein, bloß weil wir über mächtige Tools verfügen, da uns schnell was zusammenzurechnen. Das ist ein Artikel, der ist jetzt einige Jahre alt, von wann war der, 2011, 12 tatsächlich, der mal so das Klima berechnet und dann vor allem die Vegetation für die nächsten 500 Jahre. Das ist eine Vegetationskarte, eine modellierte langfristige Gleichgewichtsvegetationsverteilung unter Verwendung eines Klimaszenarios und der Annahme des zukünftigen Klimas für die Jahre 2001 bis 2500. 2101 bis 2001. Das ist natürlich schwierig, das ist wissenschaftlich okay, das kann man machen, weil die Annahmen sind ja alle genannt. Wenn ich das Szenario kriege und dieses Modell und sozusagen dann viele Hypothesen aneinander hänge, entsteht aber daraus eine enorme Unsicherheit, die zu kommunizieren ist. Darum ringen wir im Moment stark seit anderthalb Jahrzehnten im Klimawandel, die aber hier nicht kommuniziert wird. Und im Gegenteil, in dem Moment, wo Sie eine farbige Karte abbilden, wird das ziemlich implizit, explizit. Dann kann das auch schnell falsch verstanden werden. Dann sagt der nächste Nutzer dieser Karte, ja, also wir sehen da dunkelgrün, der Buchenwald wird auch im Jahr 2500 da und hier sein und so weiter. Und das heißt, wir können tatsächlich auch so viel Wissen und so viel Tools zulegen, Methoden, mit denen dann Scheinwissen oder auch irreführendes Wissen erzeugt werden kann. Und ja, gewusst wie, ist halt die Frage, was ist denn nun zu tun, welche Bäume sollen wir pflanzen, haben wir gestern diskutiert. Und dann gibt es ganz viele, die ganz schnell Antworten geben. Die Birke ist ein Zukunftsbaum, vor 2 Jahren gesagt, im letzten Jahr sah das dann schon anders aus. Libanon und Zeder ist ganz viel, es wird jetzt Zeit, wir müssen da pflanzen. Und ja, dann haben wir es schon diskutiert. Gibt es die Beispiele dafür, wie diese eingeführten Arten notwendigerweise nicht viel vitaler sind, wo Douglasien nach einigen Jahren nach der Pflanzung absterben, oben im Harz aufgenommen vor ein paar Wochen, oder Küstentannen nach 60 Jahren im Saarland einfach nicht mehr mitmachen. Und dann, klar, gibt es die Setzungen, von denen wir auch so viel gehört haben. Wir können die Fichten nicht stehen lassen, weil da wo Fichte ist, kommt nur Fichte nach. Ich habe mir erlaubt, ein Bild mitzubringen oder zwei hier aus dem Saarland, aus dem Jungenwald beim Klaus Borger, die da erreicht haben, einfach mal die Fichten stehen zu lassen. Und was sehen wir da nach einigen Jahren? Wie viel waren es? 6, 7, 8, 9, 10 Baumarten, die da allesamt hochwachsen. Und es waren jetzt nicht wirklich viele Fichten dabei. Ja, das ganze Spektrum, eine Kiefer ist da, eine Buche, Eiche, Birke. So, das ist ein Beleg für mich, so ein Bild auch, ein Evidenz für eine Selbstheilungskraft des Ökosystems. Ja, und wo natürlich dann die Frage entsteht, wie kann ein renommierter Waldbauprofessor sagen, dass diese Frage der Selbstheilungskräfte von Ökosystemen ein evidenzfreies Narrativ sind. Weil man das normalerweise nicht zulässt, nicht misst und dann, oder was man nicht wissen will, gibt es nicht. Ich weiß es auch nicht. Wir haben überall im Moment in diesen extremen Jahren, wo auch Bäume geschädigt wurden, etwa in Thüringen unter Buchen, eine Explosion von Verjüngung verschiedener Baumarten. Hier nur mal so ein Blick rein, mehrere Baumarten, Ahornarten, Eichen, Eschen und so weiter, die da frei werdende Ressourcen, Lizenzen nutzen. Und das funktioniert noch, obwohl die Bedingungen so schlecht sind. Und warum soll ich denn jetzt den Glauben verlieren an die Selbstheilungskraft von Ökosystemen? Klar, ich darf jetzt nicht sagen, und deshalb wird in 200 Jahren da ein Eschen-, Eichen-, Ahornwald wachsen. Sicher nicht. Wie sieht nun der Wald der Zukunft aus? Kommt drauf an. Kommt aufs Klima drauf an. Da kennen wir verschiedene Szenarien vom IPCC. Wie wird die Klimakrise verlaufen? Hängt von den Menschen ab. Das ist schon mal klar, das können wir schon mal verraten. Aber eben auch, klar, von den Arten, da gibt es dann viele weitere Studien, die für die unterschiedlichen Szenarien berechnen, wo es eng werden könnte für Baumarten. Hier auch wieder so Karten, das finde ich interessant und auch relevant, dass man schaut, wo wird es eventuell
eng für welche Art, aber auch diese Karten darf man nicht überinterpretieren, weil da sind relativ wenige Faktoren eingeflossen. Haben die denn das Mikrobiom betrachtet und die Funktionalität der Bodenökosysteme, um festzustellen, dass es da für die Kiefern eng wird im Jahr 20, ich weiß nicht wann. So, Reaktion der Ökosysteme auf unterschiedliche Szenarien, ziemlich unklar, weil es sind nicht Baumarten, die reagieren auf den Klimawandel. Punkt. Wie die reagieren, hängt davon ab, was der Ausgangszustand ist. Für den sind wir meistens verantwortlich. Der wird auch beeinflusst von der Intensität, klar, der Nutzung vorher. Auch die Landnutzung um den Wald herum spielt eine Rolle. Welche Art von Landwirtschaft haben wir? Wie heiß werden die Ackerflächen neben den Waldrändern? Wie sind die Waldränder gestaltet? Und so weiter und so fort. Am Ende wird es ganz schön schwierig, das vorherzusagen. Alles wird getrieben davon, wie die Gesellschaft entscheidet, wofür sie Mittel und Ressourcen einsetzt, wie sie Wissen benutzt und auch ob und wie sie mit dem Nichtwissen umgeht. Was könnte sein, was ist zu tun? Ganz konkret im Wald, und ich komme nochmal zurück auf waldpolitische Forderungen, die wir haben, die nicht unmöglich sind, wo wir nicht fordern würden, der Wald muss perfekt werden in 2 Jahren. Ja, aber das Mindeste wäre im Moment Wissen, was da ist, ordentlich aufzubereiten, soweit das geht. Das schaffen wenige nicht so gut wie viele. Deswegen wäre es relevant, viele einzubeziehen, in einem offenen Prozess ein nationales Waldgutachten zu gestalten, was auch nicht dann ein einmaliges Dokument ist. Das muss ein Prozess werden, so wie der IPCC-Prozess oder im Biodiversitätsbereich IPBES letztlich ein lernendes Dokument. Wenn immer etwas falsifiziert wird oder neue Erkenntnisse hinzukommen, muss das doch einfließen. Und es muss auch, wie heute hier und gestern auf dieser Bühne festgestellt werden, wo gibt es Konsens und wo gibt es Dissens und warum gibt es den? Warum kann man sich nicht einigen auf die Interpretation? Warum gibt es Uneindeutigkeit? Das wäre fair genug. Und dann kann man überlegen, welche Maßnahmen man macht. Und dann wird es zu unterschiedlichen Strategien, an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten kommen. Und das ist in Ordnung. Die Diversität der Lösungen braucht es dann. Dann müssen wir aber auch ein echtes adaptives Management zulassen. So geht man nämlich um mit Nichtwissen, indem man sich so durchwurstelt. Man lernt ein bisschen und dann macht man was und dann stellt man fest, oh, da ist was rausgekommen, was habe ich so nicht gesehen. Hat eine Nebenwirkung gehabt. Okay, da muss man das aber ehrlich messen und sich eingestehen und dann die Strategie anpassen. Dann mache ich das so nicht mehr. Und dieses adaptive Management existiert im Moment in der Forstwirtschaft nicht. Ja, diese Nichtwissenswelt haben wir so ein bisschen aufgemacht, hoffe ich. Und ich möchte dafür werben, immerzu, dass wir, und das ist dann, geht an die Adresse der Hochschulen, an uns selbst, zusehends dafür sorgen, dass Studierende nicht nur möglichst viel Wissen erwerben, sondern eine ausgewachsene Nichtwissenskompetenz. Ja, dass sie diese verschiedenen Formen des Nichtwissens kennen und auch wissen, wie man mit denen umgeht. Und da gibt es einfache Dinge, die zu tun sind, also Ignoranz und Propaganda entlarven, genauso wie Scheinwissen, nicht? Wenn irgendwas über Unwissbares scheinbar klar kommuniziert wird, geht das nicht. Was schon immer richtig war, Wissen teilen, verfügbar machen, so viel es nur geht. Wir laufen da immer hinterher, wir müssen so viele Menschen wie möglich versorgen mit Wissen, ohne dass sie das unglücklich macht, natürlich. Und letztlich aber auch den Respekt vor dem Nichtwissen fördern. Also wo sind die Grenzen des Wissbaren? Warum sind die da? Bewusstsein für die blinden Flecken. Blindspotting vielleicht ein bisschen häufiger mal unternehmen. Sich fragen, was gibt es da draußen, was ich nicht weiß, was gut wäre zu wissen. Ja, und dann kann man sicher auf verrückte Dinge kommen, aber ja, vielleicht hilft das auch bei der Entwicklung einer Komplexitätskompetenz und einer Risikomanagementkompetenz. Denn darum geht es ja am Ende, sich klarzumachen, wir werden überrascht werden. Immer wieder und immer schlimmer. Und wie können wir denn dem vorbeugen? Und das ist der entscheidende Ansatz. Und da gibt es Prinzipien, die sind lange da und die sind offenbar schwierig umzusetzen. Vorsichtsprinzip, wenn ich nicht so genau Bescheid weiß,
fummel ich da nicht so drin rum. Wenn es schlimm kommen könnte, lieber auch Vorsorge betreiben und schauen, okay, wie, selbst wenn ich nicht die genauen Mechanismen verstehe, wie kann ich ein Problem vielleicht bremsen, abschwächen? Das wären die Dinge, die ja zu tun sind. Und dann, wir haben es vorhin schon angesprochen, die Fragen der Ethik, die auch hier eine wichtige Rolle spielen. Glaube ich, manchmal sollten Wissenschaftler sich sogar fragen, muss ich das wissen? Muss ich das jetzt auch erforschen oder gäbe es andere Prioritäten gerade? Was sollten wir unbedingt wissen? Was sollten möglichst viele Menschen wissen? Und was sollten wir mit dem Wissen anfangen? Und das ist, glaube ich, auch eine grundlegende Frage und die geht nicht in die Forstwirtschaft allein, in die gesamte Gesellschaft. Reflektieren wir genug? Fragen wir uns das genügend? Gibt es genügend Diskussionen über Werte und Prinzipien, die uns anleiten sollten? Was soll uns anleiten? Nicht zu einfache Kochrezepte. Das ist jetzt hier mal so zu klein dargestellt, aber das ist das, was auch ein Ergebnis ist der Aufklärung. Wenn man meint, genau Bescheid zu wissen, kommt man dazu, Algorithmen zu entwickeln, ja, mit denen man auch tolle Dinge geschaffen hat. Wenn A, dann mach B. Und wenn das nicht passt, dann noch C hinterher und dann nachher ist die Suppe fertig und kann gegessen werden, abkühlen und genießen. Eigentlich ist es klüger und notwendig, wenn man Nichtwissen einbezieht, eher mit Heuristiken zu arbeiten. Das sind so Daumenregeln, Prinzipien, die einen leiten. Das können auch Fragen sein, die man sich immer wieder stellt, um irgendwie dennoch voranzuschreiten. Also die Frage, wo ist die Richtung, wo ist Norden, die muss man schon immer diskutieren. Aber das ist eine ethische Diskussion und das ist nicht immer naturwissenschaftlich begreifbar. Das ist nebenbei dann auch etwas, was im Studiengang, über den wir hier schon gesprochen haben, eine Rolle spielen soll. Adaptives Management muss verstanden werden. Niemals sich zu sicher sein, immer offen sein für Überraschungen, Fragen stellen und immer wieder und bereit sein, dass in der nächsten Runde, wenn man schon alles beantwortet hat, eine Frage auch wieder offen sein kann. Warum machen wir Waldbewirtschaftung? Wo? Für wen? Warum ist der Wald gut für uns? Was ist der Wald? Wie funktioniert er? Ist der Wald gesund? Na, krank? Okay, was macht ihn krank? Was braucht es jetzt für Ziele und Ansätze? Wie soll der Wald behandelt werden? Wenn wir das machen, ist das wirksam? Und wie und was wird aus der Bewirtschaftung gelernt? Und wenn man das immerzu fragt und auch offen und transparent kommuniziert und dokumentiert, kommt man vielleicht irgendwie ganz langsam voran. Sich durchwurstelnd im Bewusstsein, dass wir verdammt wenig wissen und es wird auch nicht besser werden, es wird schlechter werden. I don't want you to listen to me. Da gehe ich mit Greta mit. I want you to listen to the scientists. Absolut, aber bitte, wenn wir den Wissenschaftlern zuhören sollen, dann allen und unter vielleicht gewissen Prinzipien, die die Gesellschaft sich noch besser geben muss. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank, Professor Iwisch. Ihnen ist das Experiment gelungen, über Unwissen zu reden und sehr viel Wissen zu vermitteln. Ich würde auch gerne, glaube ich, Ihre Worte ein bisschen so stehen lassen, aber eine Frage kann ich mir nicht verkneifen. Was war Ihr überraschendstes Blindspot-Ereignis? Was hat Sie über den Wald so überrascht, was man lange nicht wusste und auf einmal erkannt hat? Ich denke schon auch, wie viele, dass gewisse Probleme, von denen wir gesprochen haben, dass sie kommen könnten, so schnell auftreten. Und klar, als ich im Hainich stand, auf dem Burgberg, wo nicht großflächig, aber dann so Buchen abgestorben sind und wo ich mit dem Direktor des Nationalparks da unterwegs war und der mir auch sagte, meine Güte, ich habe nicht geglaubt, dass das in meiner Lebenszeit passieren könnte, dann sind das so Momente. Oder als ich in Kalifornien war und eigentlich nur Mammutbäume sehen wollte und dann hinkam und dann waren die da alle am Absterben und so, dann waren das so die Momente, nee, da war ich nicht drauf vorbereitet. Also auf dieses Tempo
Der Tempo gerade Klimawandel hat mich überhaupt natürlich zu diesem Thema gebracht und ich bin ziemlich verunsichert. Ich würde diese Worte gerne so stehen lassen. Mir geht es persönlich so, dass ich sehr viel Wissen hier aufgenommen habe in den 2 Tagen. Und das bringt mich dazu, mit einem Wunsch überzuleiten zum Schlusswort, das Peter Wohlleben gehört. Ein Wunsch, den ich hier ausdrücken möchte, dass wir einen weiteren Waldgipfel hier haben werden. Und deswegen nochmal ganz herzlichen Dank an das Publikum hier im Saal. Ganz, ganz herzlichen Dank an die Zuschauer und Zuschauerinnen im Livestream.